Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Verkehrssenatorin Regine Günther könnte sich eine Maut in Berlin vorstellen. Hertha will gegen Frankfurt endlich wieder siegen. Und das Wetter, die Sonne bleibt uns erst einmal erhalten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 24. April 2019. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther hat eine Debatte über eine City-Maut für Autos angeregt. Wir werden über kurz oder lang auch in Berlin darüber diskutieren müssen, sagte Günther im Interview mit der Berliner Zeitung. Es geht um eine Politik der richtigen Anreize und Steuerung. Es wird bei der knappen Ressourcenfläche in der Stadt deutlich teurer werden müssen, mit Autos den öffentlichen Raum zu nutzen. In der Innenstadt sei der vorhandene Raum am knappesten, sagte Günther. Die Erwartung, dass ich dort mit einem privaten Auto überall kostenlos oder billig parken kann, entspricht nicht mehr den bestehenden Verhältnissen. Bei einer City-Maut zahlen Autofahrer dafür, wenn sie in bestimmte Stadtgebiete einfahren. Eine solche Gebühr wird zum Beispiel seit längerem schon in London erhoben. Vor kurzem kündigten die Behörden in New York eine Maut für einen Teil Manhattans an. Die CDU lehnt den Vorstoß von Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther entsprechend ab. Die Mautidee ist Murks, erklärte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Oliver Federici am Mittwoch. SPD, Linke und Grüne lehnten den Ausbau von Park-and-Ride-Plätzen ebenso ab wie die Verlängerung von S-Bahn und U-Bahn. Damit haben sie die Chance vertan, Autofahrern Anreize für einen Umstieg auf Busse und Bahn zu bieten, so Federici. Stattdessen setzen sie mit der Ausweitung und Erhöhung von Parkgebühren und einem massenhaften Parkplatzabbau ihren blindwütigen Kulturkampf gegen das Auto fort und vergessen die vielen Berliner, die auf den eigenen PKW angewiesen sind. Berlins Familiensenatorin Sandra Scheres hat die massive Kritik von Betriebsräten und Gewerkschaften an der zunehmenden Zahl von Quereinsteigern in Kitas zurückgewiesen. Allein mit klassisch ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern können wir den Fachkräftebedarf nicht mehr decken, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Wir müssen daher weiter alles daran setzen, mehr Fachkräfte auszubilden und Quereinsteigende zu qualifizieren. Kitas müssen in Zukunft verstärkt mit multiprofessionellen Teams arbeiten, so Scheres weiter. Derzeit sei ein Konzept in Arbeit, wie dies umgesetzt werden könne und wie man Kitas dabei unterstützen könnte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie Betriebsräte von Kita-Trägern hatten vor 2 Wochen in einem offenen Brief gegen Scheres Personalstrategie protestiert. Immer mehr unausgebildete Berufsanfänger werden eingestellt, während es keine zeitlichen Ressourcen für die notwendige Einarbeitung gibt, hieß es. Trotzdem werden Quereinsteiger vom ersten Tag an voll auf den Personalschlüssel angerechnet. Obwohl immer weniger ausgebildetes Personal in den Kitas arbeitete, steige die Anzahl der zu betreuenden Kinder, hieß es weiter. Dadurch fehle Erziehern Zeit für elementare pädagogische Arbeit. Die Grenzen der Belastbarkeit sind überschritten. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg seine Bürger dazu aufgerufen, beim Gießen von Straßenbäumen und jungen Grün zu helfen. Das Grünflächenamt allein schaffe das mit den personellen Möglichkeiten nicht, sagte Baustadtrat Florian Schmidt am Mittwoch. Besonders viel Wasser brauchen die neu gepflanzten Bäume und andere Pflanzen am Straßenrand, ergänzte er. Eine zweite Trockenperiode nach dem Sommer 2018 überstünden weder junge Pflanzen noch der Altbestand gut. Falls möglich, solle ein Baum zurzeit mindestens 2 bis 3 Eimer Wasser pro Tag bekommen. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg stünden rund 42.000 Bäume. In Berlin hat es im April bisher kaum geregnet. Oft fiel nicht mehr als 1 bis 2 Liter pro Quadratmeter, manchmal sogar weniger. Normal für den April sind nach Angaben von Meteorologen der Freien Universität rund 42 Liter pro Quadratmeter. Nach 6 sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga glaubt Hertha BSC im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt an die Wende. Vielleicht tut uns auch mal wieder ein dreckiger Sieg fürs Selbstvertrauen gut, sagte Valentino Lazaro. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft in Frankfurt wieder voll angreifen können. Der Hauptstadtclub tritt am Samstag bei den Hessen an.
Für Hertha geht es darum, nach enttäuschenden Wochen einfach wieder Vollgas zu geben. Die negativen Ergebnisse und das Abrutschen auf den 11. Tabellenplatz hätten allerdings Spuren hinterlassen. Wir strotzen nicht gerade vor Selbstvertrauen und müssen jetzt gegen einen sehr schweren Gegner antreten, sagte der 23-jährige Österreicher Lazaro, der zuletzt beim 0:0 gegen Hannover 96 nicht im Kader gestanden hatte. Ich habe das so akzeptiert, sagte er. Gegen die Eintracht soll er wieder zum Team von Trainer Pal Dardai gehören. Die Füchse wollen den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen nun endlich auch in der Handball-Bundesliga mit Punkten bestätigen. Am Donnerstag zählt im Auswärtsspiel in Stuttgart deshalb nur ein Sieg. Wir müssen uns jetzt von Spiel zu Spiel steigern. Wenn wir nach Europa wollen, dürfen wir uns keine Patzer mehr erlauben, sagte Trainer Velimir Petkovic im Vorfeld des Spiels. Dennoch hat der Tabellensiebte aus der Hauptstadt Platz 5 im Visier, der sicher zur Teilnahme im ERF-Pokal berechtigen würde. Doch nach zuletzt 4 Bundesliga-Niederlagen in Serie stehen die Füchse unter Druck. Wir müssen auf jeden Fall wieder punkten und den Aufwärtstrend fortsetzen, forderte Nationalspieler Paul Drucks. Mut macht vor allem der jüngste klare 34:26 Erfolg im ERF-Pokal in Hannover. Mit diesem Selbstbewusstsein müssen wir auftreten, wir sind jetzt verpflichtet zu siegen, betonte Drucks im Vorfeld des Spiels. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt, es bleibt aber trocken, die Temperaturen gehen zurück auf Werte um die 13 Grad. Am Donnerstag lösen sich bereits in den Morgenstunden die letzten Wolken am Hauptstadthimmel auf und so bleibt es den ganzen Tag über sehr sonnig, mit Höchstwerten um die 24 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage am Freitag kippt die freundliche Wetterlage der vergangenen Tage etwas. Über die Mittagsstunden kann es örtlich leichte Gewitter geben, das Quecksilber schafft noch einmal bis zu 23 Grad. Am Wochenende ist es dann eher zugezogen, am Samstag auch in weiten Teilen verregnet. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 16 Grad.